Einen wunderschönen guten Tag. So. Let's go. Ich mach heute erstmal nur drei Folgen. Mein Hirn ist irgendwie so total butterweich. Mal gucken, vielleicht habe ich jetzt morgen mal drei Folgen aufzunehmen. Ansonsten, wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. So, wird es gerade dunkel? Es wird gerade dunkel, ne? Ach, scheiße, mal dann. Egal. Unser Bett ist ja ganz in der Nähe. Danke dafür. Kurz überlegen. Doch, alles richtig, alles richtig, alles korrekt. Sehr schnieke. Schon wieder alles gewachsen hier. Ah, nee, noch nicht ganz. So, das reicht ja noch nicht. Okay, zu dunkel. Schon ein bisschen heller. Ja, das ist ja natürlich wieder. Oh, Leute. Einmal mit Profis arbeiten hier. Das war ein bisschen falsch geblickt. Ja. Immer diese Schwerkraft. Hier noch. Müssen wir eigentlich alle Bereiche gut erreichen können? Was? Achso, okay. Sah gerade so aus, wie als wenn hier das Holz verschiedene Helligkeitsgraden hätten. Warum auch immer. Ach Gott, komm. Erstmal Holz platzieren. Fehler kann ich dann später nochmal ausbessern. Was an Holz. Sehr schön. Ah, mit dem Volldach wird es hier unten gleich direkt dunkler, ne? Fällt schon direkt auf. Wunderschön.
Also so als Fußboden für die dritte Etage sieht optisch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Müssen wir dann nur gucken. Echt, wieder. Ein Holzverbrauch hier. Müssen wir dann nur. Müssen wir dann nur gucken, ob es dann auch so gut aussieht, wenn wir unten doch jetzt auch noch das Dach machen. Oder ob es dann unten zu viel ist. Ne, wenn sowohl Fußboden als auch das Dach Holz ist. So, jetzt haben wir gar keinen Aufgang mehr nach oben. Sehr geil. Gut gelaufen. Komme mir gerade vor, hier wie so bei Bad Days at Work oder so. Jo, wir haben zwar eine zweite Etage, aber Treppe braucht keiner. Treppen sind überbewertet. So, perfekt. Hätten die Scheiße im Weg gepackt? Ah, doch, ganz schön dunkel hier, ne? Heieiei. Ich meine, es ist tatsächlich so genau der Helligkeits-Dunkelkeits-Bereich, wo es ein bisschen für Atmosphäre sorgt, ja, aber vielleicht doch ein bisschen zu dunkel. I don't know. So, und jetzt machen wir mal. Jetzt brauche ich diverse Slabs. Und zwar brauchen wir 6. Genau, 144 plus 24. Boah. Also, das ist schon mal bei 270. 170. Ich gerade richtig? Also wir haben 6 mal 6 Felder. Ja? Das Ganze aber 4 mal. Dann haben wir noch 4 Flügel drin, die jeweils. So, halt. Ich muss das erstmal hier so machen. So. Und dann haben wir auch noch 4 Flügel. Achso, ja, ich schon wieder. Kann ich gar nicht gebraucht. Ja, 168. Heißt also, alleine für diese Fläche hier, für diese große Fläche, brauchen wir 170 Slabs. Und das hier sind dann nochmal ein bisschen extra. Interessant. 170. Ist aber eine Hausnummer. Da brauchen wir definitiv mehr Holz für. So. Ja, der gute Klappen. Machen wir mal so hier. Ja, komm, so haben wir noch 180, das sollte reichen. Erstmal. Ne? Hier wohnen Nummer 6. Aber wie gesagt, hier vorne brauchen wir auch noch ein bisschen was denn. Aber erstmal machen wir die Fläche hier. Mal kurz das Bett hier weg, weil es mir gerade ein bisschen auf den Sack geht. So. Ich weiß nicht, aber irgendwie dieses nach oben gucken beim Bauen, das ist irgendwie so total irritierend. Da kann es auch sein, wenn eine Lücke wäre. Also, dass da irgendwas fehlt an der Stelle. Auch die Steuerung ist so komplett komisch. Irgendwie mal ein weirdes Gefühl, nach oben zu bauen. Mein Test wird leid und lebt.
Tja, vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt hier die Slats reinmachen, ist natürlich auch noch mal ein bisschen dunkler. Jetzt mal gucken, ob es nicht doch zu dunkel wird. Ah, nö, doch, geht noch. Siehst du schon, wenn ich hier jetzt hier wieder diese Abstufung drinne. Und das finde ich persönlich optisch gesehen sehr geil. Das habe ich schon öfters mal in Gebäuden gemacht, dass quasi diese Decke so ein bisschen herabhängt. Finde ich geil. Von die Optik her. Mag ich sehr. So, jetzt können wir hier noch ein paar ranhängen. Aber man sich gucken. Also, alles gut. So, brauchen wir hier noch 6 mal 6 minus keine Ahnung was. Brauchen wir nochmal 3 Uhr. Hä? Alles ja gut jetzt. So, 36. Wir brauchen noch, ich mache mal hier so ein paar. Mal gucken, wie viele. Ist gerade hier zu wenig. Ist aber egal. Ich will nicht zu viele zu viel machen, da man sie später leider nicht rekombinieren kann. Wobei halt, hier soll ich wieder eine Treppe hin. Das heißt, hier werden die Dinger wieder sowieso wieder frei. Dann nehme ich die erstmal hier ab. So, klatsche die sowieso dann erstmal hier ran. Dann gucken wir mal, wie wir hier die Treppe am liebsten bauen. Ich würde gerne, dass die Treppe so schräg geht. Das macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. Brauchen wir auf jeden Fall mal ein paar Stairs und ein paar Zäune. Wie viel kriegen wir? 4. Dann machen wir doch zweimal. So, und Zäune bekommen wir irgendwie so. Drei sind zu wenig, also 6 sind zu wenig. Obwohl, nee, doch, könnte passen. Nee, wir haben hier oben auch noch welche. Okay. Dann das Ganze mal so. So, so. Okay. Ja, gut. Wait a second. Also, wenn ich jetzt hier. Ich würde nicht gleich hier vorne beginnen, sondern hier hinten. Ist das dann. Geht das so hier? Ja, geht. Ah, doch, sieht gut aus. Danke dafür. So, das heißt, du kommst dann noch da. Doch, passt doch. Sieht doch gut aus. So. Okay, wir brauchen dort doch noch definitiv mehr Zäune und mehr Stairs. Damit ich mich da gestaltungstechnisch ein bisschen austoben kann. Dann machen wir erstmal. Obwohl, nee, Stairs brauchen wir gar nicht mehr so viele. Da reicht das hier vollkommen aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Zäune. So. Ja, so sieht's gut aus.
Können wir hier noch sogar so eine kleine Nische machen, irgendwie was? Keine Ahnung. So. Und hier kommt eine Schatzkiste hin. Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wow, die zwei rechnen wirklich perfekt. Geil. Okay, du kommst hier weg. Da kommt nochmal so ein Ding ran. Ja, viel besser. Viel besser. So, und dann kann hier nämlich nochmal ein Slap hin. Das haben wir allerdings keinen mehr. Okay, bleibt das auch so. Ah, doch, bleibt es. Okay. Easy. Erste Etage fertig. Und ich finde es doch ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich mache hier, müssen wir aber mal irgendwie mal in gucken, ob wir in den Nether kommen. Ein bisschen Glowstone hier verteilen. Weil das Schöne ist, dieses Glowstone sind ja auch wieder so eine Blöcke. Ne? Gibt es ja nicht als Slab. Aber ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile doch ein Slab gibt. Ja, das war natürlich. Genau, gibt es nur als Blöcke. Der Vorteil dabei ist aber, wenn wir die Blöcke hier einsetzen, guckt der Block ja nur ein halbes Ding raus. Und damit fühlt sich das auch besser ins Gesamtkonstrukt. Entweder wenn da so ein ganzer Glowstone-Block runterhängen würde. Ne? Von daher hat das mit diesem halben Dach mehrere Vorteile. Bin ich sehr überzeugt davon. Ist aber mittlerweile auch von mir patentiert, darf also keiner nachbauen. Sonst gibt es Strikes auf YouTube und eine Anzeige wegen Klau geistigen Eigentums. Geistigen Eigentums. Ja. Also bitte nicht nachbauen. Das ist exklusiv Ronny Style. Sollte ich sagen, dass ich jetzt nur Scherz meinte? Da komme ich schon selber hinter. So, du kommst weg. Du kommst jetzt hier rauf. Und zwar da so. Das ist die perfekte Position für ein Bett. Ha? Wenn du hier schläfst, ich komme noch nicht mal rauf. Wenn du hier schläfst und dann hier dann zur Seite runterkullerst, dann kullerst du gleich noch weiter runter. Ist perfekte Aufweckmethode. Schonender geht's gar nicht. So, eigentlich müsste man hier oben komplett Glas machen, ne? Also wirklich komplett Glas. Es wäre geil. Lässt allerdings eine Frage auf, wo packe ich denn das Bett hin? Weil das Bett sollte schon irgendwo hin, wo es ein bisschen dunkel ist. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir hier das hier nicht ein bisschen umbauen. Das war den Eingangsbereich doch wesentlich schmaler. Ich weiß nicht. Dass wir jetzt die Tür klauen. Ja. Nimm da mal weg hier. So. Er kommt hier so und so hin. Und dann machen wir hier noch einen kleinen Raum, das ausschließlich fürs Bett ist. Wäre das so gut? Nee, ne? Nee, das ist auch blöd. Bräuchte irgendwo noch eine kleine Ecke. Ah, ich glaube, da muss das Fenster hier dran glauben. Wir brauchen hier noch einen kleinen Raum, wo es dunkel ist, fürs Bett. Ja, weiß ich nicht. Weil hier oben würde ich gerne schon komplett Glas lassen. Weil, ich meine, die Aussicht hier, die würdest du mit normalen Wänden einfach nur verschandeln. Hier brauchst du einfach Glas. Komplett. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, komm, fuck off, wir können trotzdem das Bett hinbauen, weil nachts, wenn du schläfst, ist sowieso dunkel, ja, und dann wirst du morgens quasi gleich von der Sonne geweckt. Das wäre natürlich Deluxe. Können wir überlegen, lass ich das mal offen, also die Idee als Entscheidung so, keine Ahnung was. Und hier machen wir mal ganz kurz
für. Ja, doch, genau. Höre ich gerade Monster hinter mir? Ich hoffe nicht. So. Warte, wie dunkel das hier einfach. Oh, ist schon geil. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, warum ist der hell? Ach, da draußen ist noch eine Fackel. Scheiße. Komm, ich weiß, man wird das wahrscheinlich auf YouTube nicht allzu viel sehen. Dann müsst ihr wahrscheinlich bei YouTube mal auf 4K hochstellen. Weil ich glaube, bei der Full-HD-Version von YouTube, die dürfte so verwaschen sein, in dunklen Bereichen, da kennt man gar nichts mehr. Aber das hier, so die Optik jetzt, das sieht schon geil aus. Das sieht schon krass aus. Oh, da ist auch noch Licht. Egal. Das sieht schon, das ist geil. Also, einmal so. Einmal so. Und einmal das Bett rausholen. Ich pack's erstmal einfach mal hier so hin. Zu weit weg vom Bett, Alter. Ich glaub's ja. Das wird schon geil. Das wird schon insgesamt schon geil werden. Das glaube ich schon. Also ich glaube fest daran. Das wird geil. Das wird richtig nicht gefett geil. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall denn noch ganz viel Glas. Dann schmeiße ich gleich mal den Ofen an hier. Ach so, wir haben schon. Oh, okay, könnte sogar. Wir haben mittlerweile doch relativ viel Glas. Warte mal kurz, wir haben hier 4x6, ne? Das heißt also 24, 48, 96. Ich habe keinen Bock mehr zu rechnen. Aber wir haben 1, 2, 3. Achso, genau, doch 4, 4. Wir haben nur 3 auf der Seite. 1, 2, 3, also 5, also insgesamt 10 Mal. Das heißt, wir haben genau 240, also wir brauchen 240 Glas. Panel. So. Glas Panel. Das heißt 240, da bekommen wir mal 16 für 6 Stück. Also dafür. Jetzt machen wir es mal richtig hier, ne? Also, ja, wir haben 4 mal 6 pro Front. Das Ganze mal 10. Ja, brauchen also, wie gesagt, ne, 240. Jetzt bekommen wir von einem Crafting-Rezept, bekommen wir immer 16 Gläser, brauchen aber immer 6, ja, das ist dieser Dreisatz. Ja. Das heißt, wir brauchen folgende Anzahl an Gläsern: ECE, CA 20, F72, 70, was ist das für eine Datei? Nein, 90 Glas. Das heißt, wir haben zu wenig. Ach so, halt. Minus 12. Boah, guck mal, wir haben bereits 12. Das heißt, wir brauchen nur noch 85 Glas. 86. Also, wir können ja hier nicht ein halbes produzieren, ne? Das heißt, wir brauchen noch 86 Glas. Oh, jetzt guckt mal zu. Magic the Gathering. Wir haben bereits 64 und wir haben bereits 11. Das heißt, wir brauchen nur noch 11. Und dann sind wir fertig. Das ist doch geil. Wisst ihr, wir können mal ganz kurz, habe ich hier Taschenrechner? Also eine richtige, ja. Kann man hier mal ein bisschen größer machen? Bearbeiten. Konstante. Einstellungen. Einrichten. Schriftart. Over 9000!
Ja, das ist ja intelligent. Egal. Außerdem kann man hier gar keine Formeln eingeben. Wow, da ist das hier besser als die richtige Taschenrechner-App von KDE. Das ist ja intelligent. Fun Fact: Das Ding hier greift selber auch auf KDE zu, auf K-Kalk. Sieht man nämlich, wenn man hier rauf geht. Irgendwo oder nicht? Soll man das nicht? Egal. Ist weg. Alles weg. Ich habe nichts gesagt. So, was jetzt? Genau, wir brauchen noch 11 Glas. Das geht ja relativ ratzfatz. Das Schöne ist, wenn wir 11 Glas haben, also ein halbes Glas zu viel, heißt es ja, dass wir letztendlich auch 8 Glas zu viel haben. Das heißt, wir können uns quasi 8-mal verklicken, weil man kann ja Glas leider nicht wieder abbauen, ne? Das heißt, wir haben damit eine kleine Reserve. Achso, Sand habe ich noch bei mir. Ja gut, und ganz ehrlich, dadurch, dass wir immer nur 8 machen können mit einmal, mache ich gleich 16 Stück, aber noch ein bisschen mehr. Oder wir können gleich mal noch ein bisschen was anderes einschmelzen. Wir haben doch hier noch Eisen irgendwo, oder? Da. Aber das nehme ich auch gleich mal weg. Dann passt das doch. Haben wir schon aufgeräumt. So, Eisen. Nee, du kannst da, du kannst da. Eisen, Eisen noch da. Sehr geil, das Ganze. Na gut, ich würde mal sagen, das schmelze ich noch ein und mache ich noch für heute Feierabend. Reste mich dann morgen auf oder so. Mein Hirn ist einfach Matsch. Kann auch im Wetter liegen. Die letzten 3 Tage, das Wetter war nicht so geil. Na, also. Meine Kamera ist auch schon wieder super geil, Alter, 3 Bilder pro Sekunde. Das ist ja Katastrophe hier, ey. Hallo. Dia Show. Ey, ich freue mich schon, wenn die neuen Kameras da sind. Ich hoffe mal, die sind von der Bildstabilität, gerade in dunklen Bereichen, denn doch etwas besser. Weil das ist ja die Katastrophe. So und so. Okidoki. Jetzt können wir hier wunderschön so. 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 So, brauchen wir noch 20. Passt ja gar nicht. Ist auch egal. Hey. Ach stimmt, ich habe in meiner Formel gar nicht drauf beacht, gar nicht dran gedacht, dass wir ja hier nur 6er-Schritte machen können. Das heißt, wir haben jetzt unter Umständen 4 Glas zu wenig. Aber gut, wir haben 192, 196, wir haben genau 4 Glas zu wenig, ja. Scheiße, die waren dann. Brauchen wir also doch nochmal 4-mal Glas. Shit happens. 1, 2, 3, 4. Ah, was soll's? Einmal Kohle verschwendet. Haben wir noch irgendwas, was wir mit einschmelzen können? Nicht wirklich. Naja, egal. Die halbe Kohle draufgeschissen. Wir haben zum Glück so viel Kohle. Es schmerzt mit zu einer Seele, aber eine Nacht drüber schlafen.
dann ganz viel Vocaloid Musik hören und dann geht's auch wieder. Ah. Hatsune Miku hat die Kraft, die Wogen zu glätten. So, da kommt, perfekt. So, dann kommst da und da und da und brr, perfekt. Jetzt haben wir genug Glas für die obere Etage. Nice. Also, wir brauchen hier noch ein bisschen extra Glas. Tada. Und wie gesagt, auch noch ein bisschen extra Glas für den Fall, dass wir uns verbauen sollten und wir dann wieder was abbauen müssen. Wird sowieso Katastrophe werden wahrscheinlich. Wir müssen alles hier mit Glas und wir müssen immer Kante auf Kante packen und wir werden das garantiert, wir werden garantiert die Hälfte davon falsch machen. Deswegen mache ich das morgen, wenn ich einen ruhigen Kopf dafür habe. Ja. Dann werde ich morgen die drei Terrorfolgen aufnehmen. Katastrophe. Gutchen, ja, dann soll es das erstmal für die drei Folgen gewesen sein. Dann, rette mich. Ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Ja, genau, doch, für euch auch. Bis dann.